neue Turbine eingebaut. Und zwar drückt diese vom Alfred 22 Kilo. Wetterstoden, die 18 Superhaube von Leitungswert, auch im Maßstab 1 zu 7. Kommt damit auch auf eine Länge von 2,70 Meter und mit der Frank Theod 250 Hercules mit einem Schub von 25 Kilogramm auch mehr als ausreichend motorisiert beim Abfluggewicht von 24,8 Kilogramm. Pilot der Fly Eagle Jet Super Hornet ist Frank Theod. The Hornets we see right now, the last one was Super Hornet, the Sky Model 127, span 1.95 meters with a takeoff mass of 24.8 kilograms and equipped with the Frank TJ-250 Hercules. The other two Hornets, also a generic fly Hornet and a self-made from Ethan Rowley. The generic fly Hornet scale 127. Equipped with the Frank TJ-74, which gives 22 kilos of thrust and with the takeoff weight of 22 kilograms, also a perfect fit with the Rowley F-18 equipped with a TJ-70 of 16 Raptor produces 18 kilograms of thrust with 123,000 rotations per minute. So from speed up to 230 kilometers per hour. Ja, hier das zweite große Holzmodell vom Träger. In der Luft Höchstgeschwindigkeiten werden hier erreicht bis zu 230 Kilometer pro Stunde hier im Hochziehen. Das ist die F-18 Super Hornet, die im Original auf den amerikanischen Flugzeugträgern die F-14 Tomcat abgelöst hat. Sie kann eine größere Waffenlast tragen im Original, wie jetzt sehen wir vom nachgebildet, allerdings überwiegend aus Balsaholz beim Friedland. Ja, in der Zwischenzeit noch der Uwe Osterkamp, wir haben ja gesehen, er hat mit dem Portliner hier mal zweimal den Touch and Go gemacht, also nach dem Aufsetzen wieder zurückgegeben, durchgestartet, nach dem dritten Mal jetzt eingelandet, wahrscheinlich kommen wir bei diesem Flugzeug dann auch sehr gute Segelflüge einsetzen. Und animatorisch ist immer noch diese drei F-18 in unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen, Fertigungsarten aus. Auch schöne jetzt Landung vom Andreas mit Überflug vom Friedel. Ja, das ist doch mal ein Applaus wert. Fantastisch. Von Schröder, der bei den Nachtbrenner eingeschaltet ist, leicht überturbinisiert, würde ich mal so sagen. So, schön zu sehen jetzt auch Endanflug. F-18. Funktion des Nachläuferfahrwerks, auch eine Sonderkreation der Firma Habe. Fahrzeug, Einzelfahrwerktechnik. Das ist nicht von der Stange, überwiegend aus Stahl und Aluminium, pneumatisch betrieben mit Luftdruck. Ja, mit der Gewaltenladung Power am Himmel. Und ich staune immer wieder, wir haben schon wieder halb zwei. Wir hängen jetzt etwas mit den Slots, bedingt durch die Einlagen. Also die Weinkönigin und die Politiker waren noch geplant.
schauen wir mal, wie wir das im Laufe des Tages noch hinbekommen. Aber wir haben ja heute Zeit. Wir können ja dann heute Abend nahtlos übergehen in die Nacht der Feuer. Applaus auch hier nochmal für die F18, überhaupt Firma Generic bei Frank Turbine, wieder mal.